Mein heutiger Gast ist eine wahre fränkische Fußballlegende und Meisterspieler. Sein Wunschtraum war es einmal, wenigstens einmal im Leben im Stadion mit dem roten Trikot zu spielen. Das hat sehr gut funktioniert. 1961 feierte er mit dem 1. FC Nürnberg die deutsche Meisterschaft. Er war Stürmer und Fußballer aus Leidenschaft. Seine Karriere musste er leider frühzeitig beenden. Franken ist aber immer treu geblieben. 90 Jahre und kein bisschen müde. Bilder deines Lebens heute mit Heiner Müller. Und ich freue mich, dass er heute da ist. Heiner Müller. Heiner, servus. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Das freut mich sehr. Das ist eine große Ehre für mich. Clublegende, Meisterspieler. Die erste Frage ist natürlich, wie verfolgst du aktuell den 1. FC Nürnberg? Bei jedem Heimspiel noch im Stadion? Ich lasse mir das nicht nehmen. Die Vorstandschaft ist recht großzügig zu uns alten Spielern. Wir kriegen bei jedem Spiel eine Tribünenkarte und können den VIP-Bereich besuchen. Und ich lasse mir das nicht nehmen, alle Heimspiele zu schauen, jahrzehntelang, außer mein Geburtstag. Da konnte ich nicht, weil mich freut es einmal, wenn ich die alten Kumpel, die alten Meisterspieler treffe und ein wenig fachsimpel. Und fachsimpeln, wie ist so die Analyse vom 1. FC Nürnberg? Wann könnte man ihn wieder in der ersten Liga sehen? Ja, der Wunschtraum ist uns natürlich klar, dass der Club kann in der ersten Liga. Weil dann hat er ganz andere Möglichkeiten mit Spielern, die länger bei ihm bleiben und so weiter. Aber siehe die zweite Liga, wie viele deutsche Meister da drin spielen. Traditionsmannschaften, die da in der zweiten Liga mittlerweile sind. Wir müssen noch nachträglich herzlichen Glückwunsch sagen. Es ist noch nicht so lange her. 18. Februar, 90 Jahre. Was waren so die emotionalsten Gratulanten, Glückwünsche, die du bekommen hast an dem Tag? Wann ging es los? War bestimmt ein langer Tag. Um 6 ging es los. Meine Enkeltöchter wollen immer die Ersten sein. Um 8 ist dann ein Fanbus gekommen von Nürnberg. Um 9 das Bayerische Fernsehen war das. Die haben dann bis 12 Uhr gedreht, weil es dann was zum Essen gegeben hat. Und Gott und die Welt ist gekommen. Vom Bürgermeister über Landrat. Alle Persönlichkeiten. Darum konnte ich auch zu den Kaiserslautern-Spielen nicht weg, weil bei mir war Dach der offenen Tür. Es gab Wichtigeres zu tun. Wie ist so der Kontakt unter den alten Freunden, Profis, Fußballern? Kann man da sagen, wie ist das? Ja, ich freue mich eigentlich immer, wenn die anwesend sind. Es leben nur noch 4 Mann vor der ersten, vor 61. Das ist der Zinger, der Reisch, der Haseneder und ich. Und man muss sagen, da ist ein Wildcat noch dazu. Der hat zwar im Endspiel nicht gespielt, aber der gehört auch noch zur Truppe. Der gehört auch zur Truppe und da ist der Kontakt eng. Wie wichtig sind dir Bilder und Erinnerungen? Du hast 3 mitgebracht, aber wie wichtig ist das für dich? Ja. Ich hab mal gelesen, im Keller fast ein eigenes Museum. Ist das richtig? Ja, ich habe viele Souvenirs aufgehoben, unter anderem auch in Endspieltrikot. Weil zu unserer Zeit, da haben wir nicht bei jedem Spiel in Trikot gewechselt oder hergeschenkt, sondern wir haben eine ganze Saison noch gespielt, nach der deutschen Meisterschaft nochmal mit der Garnitur. Und dadurch ist natürlich die Trikot immer weniger geworden. Am Schluss haben wir es zum Training genommen und vielleicht am Schluss sogar als Putzlappen. Aber ich habe noch an der Hand. Und da habe ich unten im Keller wegen so meine Souvenir aufgebaut. Und das interessiert viele Leute immer. Ja, das glaube ich, da sind bestimmt einige Schätzchen und Schätze dabei. Heiner, mit welchem Bild wollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht mit dem ersten bei dir anfangen? Also ja, es ist klar, es ist die Hochzeit. Erklär du was. Meine Stationen im Leben waren eigentlich, dass ich in Peru 4 Jahre gelebt habe. Und das ist das Bild von der Hochzeit. Wir haben nicht an einen Sonntag geheiratet, weil wir mussten ja Sonntag spielen. Mhm. Wir haben an einen Dienstag geheiratet. Mhm. Und der Max Mollock, der Kapitän, der war anwesend. Ich durfte ja 8 Jahre mit ihm spielen. Mhm. War eine große Ehre für mich. Max war ein Kapitän im Spiel, der ist auch ins Feuer reingegangen. Und auch nach dem Spiel. Der hat dafür gesorgt, der Max, dass vor 11 keiner haben dürft hat. Mhm. Nach dem Spiel hat es Essen gegeben und er ist tanzt worden. Und da war die Gesellschaft dann gut drauf. Mhm. Das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Wie wichtig ist Familie für dich? Die Familie ist ganz groß. Meine Frau ist seit 13 Jahren verstorben.
Und ich habe recht in guten Kontakt zu meiner Tochter, mit ihren Enkeln und zu meinem Sohn, der auch Fußballer war, mhm, verschiedene Vereine, und zu den Enkelsöhnen, die auch Fußball. Ich habe keine Bauplätze vererbt, ich habe Talent vererbt. Ist ja auch nicht schlecht. Genau. Wer ist der Beste bei euch? Ja, kann man das so sagen, aber ein deutscher Meister, dann ist, glaube ich, schon klar, wer ja der Erfolgreichste ist. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Mein Sohn, wie der überall gespielt hat, Fürth, Unterhaching, Bayern, München. Dann der andere, der Enkelsohn, der hat mit Dresden, mit Unterhaching, mit Regensburg aufgestiegen, jetzt mit Vilzing, mhm, da macht er noch. Und er macht da alle Jahr Bananenflanke. Das ist für behinderte Kinder, mhm, wo die ehemalige Bundesligaspiele anrufen und die stellen sie zur Verfügung und machen ein Spiel. Mhm. Und der andere Enkelsohn, der ist in Nürnberg tätig, auf der Geschäftsstelle für den Fußball, mhm, und dort in Rot umeinander spielen. Also Fußball, ganz wichtig, Punkt bei den Müllers im Leben. Ich möchte ganz zum Anfang, 18.02., das haben wir schon, in Rot geboren, klar. Wie sind so die Erinnerungen an die Kindheit? Du hast erzählt, du warst in Peru 4 Jahre. Ja. Wie sind so die Erinnerungen? Es war keine einfache Zeit damals. Ja, es war so, dass mein Papa war bei der MAN beschäftigt und die haben 95 Omnibus nach Lima verkauft, dass die alte Straßenbahn rauskommen. Und er musste damit 3 Mann, um das Ding instand zu halten und Einheimische anzulernen. Mein Vater war aber der einzige Verheiratete. Und als meine Mutter mit mir vor Bremerhaven in 29 Tagen über den Atlantik durch den Panama-Kanal bis nach Callao, Hafen von, mhm, Peru. Und da drüben bin ich dann in deutsch-spanische Schule gegangen. Ich habe das Lesebuch von der ersten Klasse nur daheim. Esta es una manzana. Das ist ein Apfel. So ging, mhm, es los. Mhm. Und was macht man da drüben nach der Schule? Nur Fußball, nur Fußball. Und nachdem der Strand oft nicht so glatt ist, uneben ist, muss man halbhoch spielen. Mhm. Und durch das halbhohe Spielen hat man sich die Technik angepasst. Ja, also da war schon eine Technikschule, ja, und da hat man es gelernt. Wann war es klar? Also dann, die Zeiten waren ja komplett anders. Dann wurde wahrscheinlich erstmal Ausbildung, Beruf. Und wann war es irgendwie klar, Fußball, das könnte was Erfolgreiches werden bei dir? Wir sind 1942 wieder zurückgekommen, haben dann in Nürnberg gewohnt, wurden ausgebombt, sind nach Rot. Und in Rot, was habe ich gemacht nach der Schule? Fußball, Fußball. Ich habe dann auch Radrennen noch gefahren. Mhm. Eines Tages musste ich mich entscheiden, weil wir gegen Clubjugend gespielt haben, habe ich für Fußball entschieden. Und dann war nicht die schlechteste Entscheidung, muss man sagen. Nein, war die richtige. Weil wir als Jugendliche ja zum Club reingefahren sind. Und da hat der Club einmal gegen Schalke gespielt, im Stadion. Und dann habe ich zugeschaut und habe gesagt, einmal in meinem Leben, einmal mit dem roten Trikot in dem Stadion. Und das ist damals eigentlich durch einen Speer, hat es damals geheißen, die haben besichtigt, der Reimann und der Alberger waren das und sind zu mir gekommen, ob ich Interesse hätte, beim Club zu spielen. Mhm. Aber nicht mit einem Basilkarton voll Geld, mhm, sondern ich musste in der Amateur anfangen, über die Reserve, dann in die Erste. Und wo ich in Rot, wenn ich einen Handstand gemacht habe, haben die Leute auch geklatscht, mhm, als Liebling. Ich habe gesagt, ich will das riskieren und habe den Versuch gewagt. Am Anfang war ich so klein und habe das dann geschafft. Da musste man sich noch richtig hocharbeiten. Ja. Das ist jetzt im Fußball ein bisschen anders, viel, viel schnelllebiger. Auch die Summen, die da im, ja, Spiel sind. Ich habe gelesen, zur Meisterschaft gab es ein Fahrrad. Ist das richtig? Wie waren, ja, so damals die Verhältnisse, dass man das mal einordnet? Es war Folgendes, weil wir Deutscher Meister gemacht haben, damals in Hannover, hat es Sachpreise mehr gegeben. Wir haben, weil wir mit Adidas gespielt haben, einen Teppich bekommen, mhm, mal zum Kaffee eingeladen, da waren Teppiche dort, dann haben gesagt, wenn der einer gefällt, hänge ich Namen hin, wird geliefert. Den habe ich heute noch im Keller. Okay. Dann haben wir von Victoria ein Fahrrad bekommen, ja, dann vom Würdel einen Anzug, von Oberbeck einen Anzug, mhm, und von irgendeiner Brauerei, weiß ich heute nicht mehr, Bier. Mhm. Und vom Club, der Kassier hat nachgeschaut, laut Statuten, er darf 1000 D-Mark Prämie zahlen. Wow. Waren wir glücklich und zufrieden. Heute sind die Zeiten anders. Wir haben damals so gemacht, mhm, heute macht man so. Das machen viele Profis so, das ist, ja, das ist richtig. Bringt uns vielleicht zum zweiten Bild aus dem Finale. 3:0 gewonnen gegen Borussia Dortmund, Torschütze zum 2:0. Was gibt es da für Erinnerungen? Man hat ja gesagt, die jungen Wilden, du warst dann, ja, aber gar nicht mehr so. Ich war der Zweitälteste nach so Max, wild. Ich war, ja, damals 27. Ja. Und vorm Spiel abends waren wir zu dritt. Ich war eingeteilt mit dem Torhüter Wabra und mit dem Läufer Zenger.
Und da ist man ja gespannt wie ein Indianer. Und da liegt man im Bett. Dann habe ich gedacht, lieber Gott, lass, dass ich morgen nicht der schlechteste Mann am Platz bin. Meine Eltern fahren drauf, meine Freunde, viele schauen zu. Und der Fußballgott hat es erhört. Jeder sagt, es war mein bestes Spiel. Ich habe es riskiert und habe ein Tor erzielt, eins vorbereitet. Heute ist natürlich klar, weil das Spiel hat einen großen Wert gehabt. Ich habe gegen 60 München, haben wir mal 5-1 gewonnen, habe ich 3 Tore gemacht. Da habe ich vielleicht besser gespielt. Aber der Wert von den 82.000 Zuschauern, Wahnsinn. Die Dortmunder vor dem Spiel haben gesagt, na, wie hoch soll es denn werden? Aber wir waren die Jungen und gleich der Kopfball vom Hasenhüttl, wunderbar. Dann in der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, 44. Minute, ist 2-0. Entscheidend war mit, ein Stand von 2-0 hat der Schütz ein Tor erzielt. Hat aber mit gestrecktem Fuß und zum Torhüter in die Seite, dann hat der Schiedsrichter Schulenburg das annulliert. Es war damit entscheidend. Und dann das Dritte, bin ich durch und in still, dann war es in Ordnung. Dann war es in Ordnung, dann war der Meistertitel da. Wahnsinn. Wie toll du das auch erzählen kannst, wie präsent das auch noch ist. Das ist ja schon eine richtig lange Zeit. In deiner Karriere, wenn du dich erinnerst, was war so dein Lieblingsmitspieler, wo du sagst, wow, war es vielleicht Max Morlock? Und was war der härteste? Als Stürmer ist man ja dann auch immer oft im Getümmel dabei. Max Morlock habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt da, weil er war halb rechts, ich halb links. Und ich habe viel davon von seinen Vorlagen und er umgekehrt. Wir haben gut harmoniert. Und der Gegner war mit der Höttges. Da hat es geheißen, wer an ihn vorbeikommt, ist selbst dran schuld. Aber es hat ein paar Mal funktioniert. Trainer waren früher auch komplett anders. Ne? Das waren richtige Persönlichkeiten. Haben die mit einem gesprochen? Zu meiner Zeit, Bimbo Binder war da der Trainer. Der hat wegen Karten gespielt, hat gesagt, zieht euch mal um, geht drinnen am Trainingsplatz, ich komme gleich. Ja, und danach haben wir einen Wittmeier gehabt, der wegen, war ja bei der militärisch eigentlich mehr, Jungs hinter den Helmen feste. Und der hat auf Kondition hauptsächlich. Und es hat halt richtig gepasst, kämpferisch und technisch in einem Mannschaftsblock. Also da hat es funktioniert. Deine Karriere ging dann noch weiter. Sepp Herberger hat dir immer versprochen, also ich habe es nur so ein bisschen gelesen mit Nationalmannschaft, du hattest dann 2 oder 3 Einsätze in der B-Nationalmannschaft, so war das früher. Ja, genau. Warum hat es nie gereicht für die Nationalmannschaft? Ja, naja, es ist, wie ich sag, früher zu berufen bin zur Nationalmannschaft, also hast du 3 Vierteljahre, ein Jahr hast du gut spielen müssen. Und ich war ein paar Mal auf Lehrgänge, durfte auch 2-mal in der B-Mannschaft spielen, gegen Österreich und gegen Holland. Aber auf meiner Position, halb links damals, ich habe immer Nummer 10 gehabt, da war natürlich in Herberger sein Sohn, der Fritz Walter und der Hans-Jürgen Schäfer von Köln, an den ist man nicht vorbeigekommen. Also das war ziemlich, ziemlich schwer, da was zu bringen. Du musstest deine Karriere dann relativ früh beenden. Wie viel Wehmut war dann mit dabei? Naja, früh, ich war 33 und zu meiner Zeit durfte man noch nicht auswechseln. Da hat man, wenn einer verletzt war, mit 10 Mann weitergespielt. Okay. Ich habe einmal gegen Fürth einen Zusammenprall, einen Schlüsselbeinbruch gehabt. Dann war ich in der Kabine, dann ist der Trainer reingekommen, was hat er denn? Dann hat der Doktor gesagt, Schlüsselbeinbruch. Dann hat der Trainer gesagt, ja, soll schade, dass er rauskommt, wir liegen 1-0 zurück. Dann haben sie mich herbandagiert. Und hin, dann habe ich weitergespielt, noch in Ausgleich geschossen, dann habe ich noch 4-1 gewonnen. Und wie ich gesagt habe, zu meiner Zeit, da ich noch gespielt habe, da war das Auswechseln nicht, das ist erst 67, 68 losgegangen. Ich hätte leicht noch, ich war damals 33, Halbzeit, oder hätte leicht noch gespielt. Aber das gab's. Aber dann habe ich gesagt, bevor die Leute schreien, mir alte Kuh, habe ich, hör auf. Und außerdem ist mir dann angeboten worden, war ich dann Club-Amateur-Trainer. Wir haben in der Bayernliga gespielt, das habe ich dann 5 Jahre gemacht. Also da ging die Karriere im Fußball weiter. Wie würdest du es einordnen, wenn man jetzt irgendwie das Fußballgeschäft sieht, in Deutschland, international, was da für Summen sind? Blickt man da mit Ärger drauf, dass das bei euch eigentlich komplett anders war, dass man da eher für Ruhm und Ehre gespielt hat und danach natürlich auch noch einen Job machen musste. Das ist ja jetzt komplett anders.
viele sagen, du bist so bald geboren oder bist du neidisch oder was sind wir eigentlich nicht. Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Wenn ich da so dran denke, nach meinem ersten Spiel auf der Geschäftsstelle, im Monat 120 Mark ist es damals angegangen. Mhm. Und ist dann gesteigert worden und so weiter. Wir haben auch unser Geld verdient. Und wer sich ein wenig gespart hat, der hat auch später was gehabt. Na, es ist alles zu seiner Zeit. Es ist schnelllebiger heute. Und was weiß, was da in Zukunft kommt. Ja, also da sind wir mal gespannt. Wie ging es dann weiter nach dem Fußball? Du bist eigentlich im Club immer verbunden geblieben. Hast gesagt, ja, Amateurtrainer und jetzt ja eigentlich immer noch mit dem ersten FC Nürnberg verbunden. Ich habe fünf Jahre die Club-Amateure gehabt. Und mein Nachfolger ist der Bimbo Binder gewesen. Mhm. Der war Trainer, wie ich zum Club gekommen bin, weil der hat ein wenig Beschäftigung gebraucht. Ich habe dann für den Bayerischen Fußballverband Sichtungslehrgänge gemacht. Mhm. Und dann habe ich in Rot, weil es keinen Trainer gehabt haben, die Jugend trainiert. Und dann bin ich wieder eingesprungen. Ich habe ja lange nur in der alten Herna gespielt. Mhm. Ja, eigentlich immer mit Club verbunden und mit Rot. Bei mir ist Nummer eins, wenn der Club spielt, dann bin ich dort. Nummer zwei, komme erst die Rode. Komme erst die Rode, ja. Das wollte ich gerade fragen. Also, Ich bin jetzt 69 Jahre beim Club und den Verein nicht mehr wechseln. Na, das lohnt sich auch nicht mehr. Das würde ich im Wechsel auch nicht mehr machen. Aber apropos wechseln, auch nie dran gedacht, mal woanders hinzugehen, in eine andere Stadt oder ja, keine Angebote gehabt. Also immer frankentreu. Man hat immer Nürnberg und Rot als Bezugspunkte bei dir. Ja, in der Oberliga damals, so hieß es, und auch in der Bundesliga, war Karlsruhe und Stuttgart interessiert. Mhm. Aber ich gehe doch nicht von meinem Verein weg, von meinem Lieblingsverein, und spiele ich ihn. Mhm. Vom Ausland hätte ich Angebot gehabt, nach Philipps Eidhoven damals. Aber wenn ich dann aufwärme, hätte ich heute die Holzschuhe an. Und dann war nur FC Sion, Schweiz. Mhm. Da war ich mal dort. Ja, da gab es nur Weinberge. Ich habe gesagt, haben denn die ein Fläschchen Bier im Kühlschrank? Nix. Nein, das war nicht mein Ding. Darum bin ich geblieben. Wie wichtig ist dir die Heimat, wenn man gerade sagt Rot, Nürnberg? Ja, ich bin ein Roder und muss sagen, ich mache gern Urlaub. Ich bin gern in der Welt. Aber ich führe es immer wieder zurück. Rot bleibt rot. Rot bleibt rot, das ist komplett. Richtig. Ich möchte noch zum dritten Bild kommen. Das war an deinem Ehrentag, 90. Geburtstag. Da sehen wir auch ein paar muntere Gäste drauf. Am besten erklärst du es, wer es ist. Ja, der Schamberger war wieder anwesend. Der war zu meinem 80. Geburtstag auch schon da. Und der will demnächst auch ein wenig was machen. Ich freue mich eigentlich über jeden, der immer kommt. Bei mir ist, ich lade keinen ein, weil es mein 90. Geburtstag, sondern wer kommt, ist da. Mhm. Und da ist dacht, offene Tür. Da wird die ganze Wohnung ausgeräumt, Möbel alles in die Garage und mit Bierbänken bestickt. Und da ist Remi Demi. Da ist Remi Demi. Wenn wir feiern, dann feiern wir. So kürze ich es auch, dann feiert man richtig. Wenn man dich so erzählen sieht, wenn man dich überhaupt anschaut mit 90 Jahren, das ist ja Wahnsinn. Gibt es irgendwie so ein, ich möchte nicht sagen Fitnessgeheimnis, aber war es der Sport, der dich so oder der dich fit hält? Die Leute fragen schon immer, wenn man 90 wird. Ich fühle mich aber in 89, also nicht wie 90. Viel Bewegung. Um 7 ist die Nacht rum. Okay. Und dann fahre ich schon gleich einmal meine Tochter oder Enkeltochter, wenn die wohin müssen, Bahnhof und so weiter. Dann mache ich meinen Haushalt. Ich habe zwar einmal im Monat nur Kraft, die schwierigen Sachen macht, aber so mache ich meinen ganzen Haushalt. Dann mache ich meinen Garten. Dann helfe ich bei meiner Tochter im Garten, dann fahre ich zu meinem Sohn, dann fahre ich zu meinem Bruder. Und das Allerwichtigste, in der Woche bin ich viermal Stammtisch. Mhm. Und das liebe ich. Ich bin mehr auf der geselligen und auf der lustigen Seite. Da kommt man zusammen, dann hört man den neuesten Witz, dann hört man, was los ist, dann trinkt man ein paar Bierle. Und so ist das Leben. So ist das Leben, so kürze ich das auch. Wenn man über dich auch Artikel liest, fällt immer auch Bodenständigkeit. Wie wichtig ist dieser Charakterzug und ist im Fußball in der Neuzeit ja eigentlich, sag ich mal, nicht mehr so ganz präsent. Ne? Bodenständigkeit, Verbundenheit mit der Heimat, mit dem Verein, das gibt es eigentlich nur noch ganz selten. Ja, das ist nicht mehr so oft. Wie ich schon erwähnt habe, früher, da war das auch eine Ehre für den Club. Heute ist da die Ehre mehr. Und wie ich schon erwähnt habe, die wollen alle in der ersten Liga spielen. Das ist ja verständlich. Jeder möchte in seinen Beruf rein oder im Sport irgendeinen Titel machen und so weiter.
Und es ist eben die erste Liga dafür da. Und da sind wir leider nicht drin. Dann lass uns aber kurz über die erste Liga sprechen, die ja die wahrscheinlich mal einen anderen deutschen Meister zumindest sieht. Ja, also ich mache Bayern gern. Ich habe gegen Sepp Maier, Beckenbauer, Milgeri, alle habe ich gespielt. Die kennen ja besser wie irgendwo von Westdeutschland oder eine. Aber das tut der Bundesliga schon mal gut, dass ein wenig gemischt wird. Mhm. Ich habe immer gesagt, wir können auch auf den Club stolz sein, weil es gibt eine Tabelle, da ist der Club immer nur Zweiter. Zwar in die Meisterschaften, Bayern München 27 Mal, der Club 9, Dortmund 8. Also Dortmund spielt auch einen guten Fußball, aber darf nicht deutscher Meister werden. Wir wollen dann zweiter Stelle bleiben. Dortmund 8, Schalke 7. Also das Verhältnis soll nur sein. Aber wenn einmal eine Mischung reinkommt, das einmal ein Gewitter reinigt die Luft. Mhm. Und so ist es auch einmal. Also das ist auch ganz normal, dass mal jemand anders deutscher Meister wird. Es gibt auch in diesem Jahr die Europameisterschaft in Deutschland. Gibt es da bei dir Vorfreude oder wie schätzt du gerade die Nationalmannschaft ein? Da gibt es wieder viel Arbeit, weil meine Tochter hat eine Doppelgarage. Okay. Die wird jetzt mal ausgeräumt. Eieiei. Dann kommt der Fernseher rein und Bierbänken und Fahnen. Gerade gehe ich ja immer spielen. Ja. Und jeder hat dann geschmückt mit Trikot und so weiter. Public Viewing bei Ja, uns. Genau, das ist bei meiner Tochter immer. Und wenn die deutsche Mannschaft siegt, dann wird mit dem Auto in der Stadt rumgefahren und guckt. Okay, so, in Rot? Ja, in Rot. Weil unser Bürgermeister, der war ja Polizeipräsident, der hat er auch zudrückt. Und da ist immer Mutstimmung. Okay. Deutschland vor, noch ein Tor. Super. Da. Aber welche Rolle könnte Deutschland spielen, wenn ich schon einen Fußballexperten bei mir sitzen habe? Die letzten Ergebnisse waren ja nicht ganz so prickelnd. Jetzt hat man einen neuen Trainer, holt alte Spieler wieder zurück. Mal gucken. Mannschaften steichern sie in Turnier. Mhm. Und unsere Mannschaft hat sie immer steichern können, eigentlich. Aber wie jetzt die neue Zusammenstellung ist, da ist mir ein wenig skeptisch, weil die letzten Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Jetzt schauen wir mal, ob der Nagelsmann eine glückliche Hand hat mit Positionen und so weiter. Abwarten und Tee trinken, hat man immer gesagt. So schaut's aus. Und beim Club sagt man ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Genau. Also schauen wir mal, was da passiert. Du hast auch noch ein Trikot, ein besonderes, mitgebracht. Das soll an dieser Stelle auch erwähnt bleiben. Ja. Wir haben es schon gesehen, die Nummer 8 mit Max Mollock. Das gab es vom 1. FC Nürnberg für dich? Vor zwei Jahren hat der Club zu Weihnachten dieses besondere Trikot rausgebracht, weil Max Mollock die Nummer 8 gehabt hat. Und ich durfte ja 8 Jahre mit ihm zusammenspielen. Und irgendwann habe ich scheinbar mal erwähnt, dass der Max ein feiner Kerl ist und so weiter. Und dann haben die den Satz da reingesetzt. Ey, das ist mir jetzt zu klein. Das ist Trikot 62 vor 100. Mhm. Und der war im Nu ausverkauft. Der Spielführer, der Valentini, hat mir das geschickt. Und da, wenn man, weiß nicht, ob man sieht, ist der Max gut abgebildet mit der Schale. Ja, das ist für mich in Ehren deutscher Meister mit der Schale und dann 8 Jahre mit Max spielen dürfen. Ist also eine absolute Rarität. Die darfst du auch wieder mitnehmen, das Trikot. Ja. Ziele und Wünsche, was hast du dir noch vorgenommen? Eigentlich, dass mit der Familie weiterhin harmoniert. Ich komme eigentlich gut zurecht mit meinem Sohn, seiner Familie und meiner Tochter. Und dass ich noch oft zum Club fahren kann, darf. Und dass ich meine Stammtische aufsuchen kann, gesundheitlich. Also das hoffen wir auf jeden Fall. Ich möchte noch mal zurück zur Karriere. Was würdest du als dein absolutes Highlight sehen? Ist es wirklich die Meisterschaft gewesen oder ist es dann doch auch was anderes? Ja. Vielleicht andere kleinere Spiele oder andere Erinnerungen gegen Franz Beckenbauer, auch eines der besten Spiele gemacht? Wie ich schon sage, wenn die Bundesliga nicht gab, hat es ja die Süddeutsche Oberliga gegeben. Da haben wir dreimal den Süddeutschen Meister gemacht. Und im Pokal haben wir ja auch gemacht, 62. Mhm. Ich habe beim Pokal Endspiele, war ich zwar nicht dabei, habe aber die ersten 4 Spiele gemacht. Der Trainer hat eine andere Aufstellung, aber das waren schon eigentlich die Höhepunkte so im Fußball. Ja, das Länderspiel, wenn man nur ein, zwei Länderspiele hat und die Nationalmannschaft spielt,
Er läuft schon hin, in der Rücken der Schweiß, nun das so Schweißtropfen. Das ist schon eine Ehre. Wenn man natürlich 100 Länderspiele hat. Ja, dann ist irgendwann mal. Ne? Aber das ist schon Höhepunkt. Ja, ich bin auf der lustigen Seite und ich muss sagen, solange es geht, fahre ich zum Club. Das geht noch lang. Also da bin ich da felsenfest überzeugt. Gab es einen Aberglaube als Fußballer? Hast du dir immer erst den linken Schuh, den rechten Schuh oder irgendwas? Eigentlich nicht. Alles so, gar nichts. Ja. Kann man nichts denken eigentlich so. Nichts, einfach raus und spielt. Ja, und spielt Fußball. Ein wenig nervös ist man immer vor jedem Spiel, ist ja klar. Und bin eigentlich so nicht nervös, wenn irgendwas ist. Wenn irgendwas ist. Noch lange selber gespielt, juckt es ab und zu noch mal in den Füßen oder sagst du, das sollen lieber die ganz Jungen machen? Den Kopf hätten wir schon noch, aber die Scharnierlegnatzen. Ja, nein, ich muss eigentlich sagen, von Fußball bin ich verletzungsfrei geblieben, bis auf zweimal Schlüsselbeinbruch. Mhm. Das waren meine Verletzungen. Mhm. An die Füße habe ich eigentlich nichts gehabt. Da haben wir beim Skifahren, dann nach dem Fußball, zweimal Leistenbruch, aber okay, beim Skifahren. Weil ich bin immer rasant gefahren. Ja, ja. Franz Klammer haben sie immer zu mir gesagt. Ja, ja. Ich liebe auch die schnellen Dinge. Ich liebe zum Beispiel Motorradrennen, ja. GP. Ja. Mein Papa ist selber Motorradrennen gefahren. Ja. Dann liebe ich auch Radrennen ganz gern. Und dann Skilauf, die schnellen Disziplinen, Abfahrt, Super Ski. Ja, ich mache richtig tolle Sachen. Richtig Action. Also ich habe noch gesehen, Leidenschaft für schnelle Autos gibt es auch noch. Ja, aber ja, da bin froh. Ist wieder ruhiger. Ja, da ist er wegen. Fahren wir normal. Fahren wir normal, das ist gut. Heiner, ich sage vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei mir im Studio, für die tolle Geschichte, für die tollen Bilder. Wünsche dir natürlich alles, alles Gute, vor allem Gesundheit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du die Stammtische und den Club noch lang besuchen kannst. Und sag danke für den Besuch. Und das war Bilder deines Lebens heute. Wir sagen noch Tschüss und Servus.